Hier nicht raube, bist du Schirmherr mir und Hut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Der Herr, dessen Herz weit für uns offen steht, er sei mit euch. Liebe Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen in dieser Morgenstunde zur Heiligen Messe. Jetzt im Jahreskreis dürfen wir wieder den Herz-Jesu-Freitag begehen, der uns erinnert, das Herz Jesu ist voller Liebe zu uns. Wir dürfen das jetzt schauen, mehr noch, wir dürfen uns dieser Liebe öffnen und sie erwidern. Das Böse hat immer noch Macht in unserer Welt. Christus erfährt es, auch Johannes der Täufer werden wir heute hören, wird es erleiden, aber die Liebe Gottes, sie triumphiert über alle Bosheit in der Welt. Herr Jesus Christus, machtvoller Sieger über das Böse, Herr, erbarme dich unser. Liebevoller Helfer der Deinen, Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Freund der Schwachen und Bedrängten, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach und erführe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir verehren das Herz deines geliebten Sohnes und preisen die großen Taten seiner Liebe. Gib, dass wir aus dieser Quelle göttlichen Erbarmens die Fülle der Gnade und des Lebens empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Wie das Fett herausgehoben ist aus dem Opferfleisch, so David aus Israel. Er spielte mit Löwen, als wären es Ziegen, mit Bären, als wären es Schafe. In seiner Jugend erschlug er den Riesen und befreite das Volk von der Schmach, indem er mit der Hand der Schleuder schwang und Goliaths Hochmut zerbrach. Denn er hatte Gott, den Höchsten, angerufen und dieser gab seiner rechten Hand Kraft. Um den kampferprobten Mann niederzustrecken und die Macht seines Volkes zu mehren. Darum haben ihm die Frauen besungen und ihm zugerufen, 10.000 erschlug er. Als er die Krone trug, führte er Krieg und demütigte ringsum die Feinde. Er schlug die feindlichen Philister und zerbrach ihre Macht bis heute. Bei allen seinen Taten stimmte er Loblieder an auf Gott, den Höchsten, mit rühmenden Worten. Er liebte seinen Schöpfer von ganzem Herzen, alle Tage pries er ihn mit Liedern. Vor dem Altar ließ er Saiteninstrumente aufstellen und schuf Psalmweisen für die Harfenbegleitung. Den Festen verlieh er Glanz und verschönerte die Feiertage im Kreislauf des Jahres. Vom Lobgesang auf Gottes heiligen Namen hallte das Heiligtum wieder schon vor dem Morgen. Der Herr verzieh ihm seine Sünde und begründete seine Macht für immer. Er übergab ihm das Königsgesetz und festigte seinen Thron über Israel. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Jesu Herz, dir gilt mein Hoffen in des Lebens Angst und Not. Voll Erbarmen steht
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Selig, die das Wort mit aufrichtigem Herzen hören und Frucht bringen in Geduld. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit hörte der König Herodes von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden. Und man sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere, er ist der Prophet, wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gerne zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Herodias antwortete, »Den Kopf des Täufers Johannes.« Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringst.« Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir Schwestern und Brüder, wir haben heute in der Einleitung den Gedanken gehört, das Leben ist auch immer wieder vom Bösen bedroht. Das Leben ist auch ein Kampf. Wir haben es schon in der Lesung bei König David, bei seiner zusammenfassenden Beschreibung gehört. König David hatte zu kämpfen gegen den, der das Volk Gottes bedrohte, gegen die Philister. Und mit der Hilfe Gottes wurde er vor allem bewahrt und kam durchs Leben,
Heute hören wir von Johannes dem Täufer, dass auch er mit dem Bösen konfrontiert wurde und er gab sein Leben hin als Zeuge für Gott. Wir merken, dem Herodes ging das sehr nahe, denn wenn heute die Frage im Raum steht, und das ist die eigentliche Frage des heutigen Evangeliums, wer ist dieser Jesus? Und die Leute dann sagen, er ist wie der Prophet Elia, ein Mann wie Feuer. Er ist ein Prophet wie einer der alten Propheten, ein Mann Gottes, der die Wahrheit Gottes ins Volk hineinspricht, auch vor den Königen ausspricht. So fällt dem König Herodes sofort ein, er ist wie Johannes der Täufer. Denn der hatte sich tief in ihn eingeprägt. Er, der so klar die Gebote Gottes betonte, auch dem König gegenüber. Er, der das Herz des Königs immer wieder unruhig machte, weil er spürte, dieser spricht die Wahrheit Gottes aus. Dieser ist es, auf den wir eigentlich hören sollen. Aber der dann doch in seiner menschlichen Schwachheit ihn enthaupten ließ. Er hatte die Macht dazu. Es ging ihm nicht aus dem Herz, dass er wohl was Falsches gemacht hat. Und jetzt auf einmal kommt der Nächste und tritt wieder auf in der Kraft Gottes. Noch kraftvoller wie Johannes. Auf einmal tut er auch die Wunder Gottes, die Johannes ja so nicht getan hat. Und er ist wieder beunruhigt. Wir sollen uns positiv mitnehmen von heute. Das Auftreten Jesu, es darf uns positiv beunruhigen. Diese Wahrheit, die von Jesus ausgeht, das ist es, was unser Herz in eine Ruhe bringt, die uns keiner mehr nehmen kann. Und die uns auch Kraft gibt, alles Böse in der Welt, auch das, was wir am Bösen erfahren haben, zu besiegen, indem wir selber gut bleiben. Denn das ist die große Lehre des Herrn. Du besiegst das Böse nur, wenn du selber gut bleibst. Lasst uns auf diesem Weg Jesus gerne nachfolgen. Er gibt uns den Geist und die Liebe und die Kraft dafür. Amen. Zu Jesus Christus, dem Sieger am Kreuz, lasst uns beten. Für alle Menschen, die nach Liebe, Anerkennung und Geborgenheit suchen, Herr, nimm dich ihrer an. Herr, nimm dich ihrer an. Für alle, die sich uneigennützig und selbstlos um andere Menschen kümmern, Herr, nimm dich ihrer an. Für alle, die uns Zuwendung, Vertrauen und Liebe entgegenbringen, Herr, nimm dich ihrer an. Für alle, denen wir versprochen haben, für sie zu beten. Herr, nimm dich ihrer an. Für alle Verstorbenen, besonders jene, an die niemand denkt. Herr, nimm dich ihrer an. Wir wollen auch die heutigen Messintentionen einschließen. Margarete Kinzelhofer für verstorbenen Gatten, Vater und Großvater. Traudi und Franz Viehböck für verstorbenen Vater zum Sterbeandenken. Herr, nimm dich ihrer an. Denn du baust eine Welt der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Dich preisen wir als unseren Herrn in Ewigkeit. Amen. Amen. Jesu Herz, dir gilt mein dir, dem Liebsten, Heiland mein, lass mich nie mehr ich betrüben, gib ein Herz mir sündenrein, lass ein Herz
stets bis zu der Himmelspfort. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh auf das durchbohrte Herz deines Sohnes, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Lass unser Opfer dir wohlgefallen und zur Sühne für unsere Sünden werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, dein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, himmlischer Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben durch unseren Herrn Jesus Christus. Am Kreuz erhöht hat er sich für uns dahingegeben aus unendlicher Liebe und alle an sich gezogen. Aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. O Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden
durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Manfred und mit allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, der mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Friede sei mit dir. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Hören wir das Wort des Johannes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die die Liebe Gottes aufnehmen.
Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer mich glaubt. Die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Singen wir zum Dank. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns gestärkt mit dem Sakrament jener Liebe, durch die dein Sohn alles an sich zieht. Entzünde auch in uns das Feuer seiner Liebe, damit wir in unseren Brüdern ihn erkennen und ihm dienen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Dürften am Herzen Jesu uns erquicken. Heute Abend ist viel los. In St. Thomas gibt es den Barmherzigkeitsabend mit dem Primitsegen unseres Neupriesters, Einzel Primitsegen. Und bei uns in Schönau gibt es den Rockersitz. Bitte kommt, zahlreich, alt und jung sollen sich da in der Gemeinschaft erfreuen. Ich darf auch noch bitten, dass Messen aufgeschrieben werden für die kommenden Wochen. Sind noch viele Messintentionen frei. Tun wir diesen Gnadendienst auch für unsere Verstorbenen, die Messe für sie aufzuopfern und zu feiern. Wir haben es gehört, wer ist der Herr? Er ist das Lamm, das alle Sünde tilgt. Er ist die Liebe, die uns ewiges Leben gibt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr auf dem Weg begegnet, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.